Nun, ich habe deine Position geortet. Die Hauptkommunikationssysteme versagen und fallen aus. Massive Betriebsstörungen auf der ganzen Basis. Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch erfassen kann. Team Bravo hat die Endpro-Anlage betreten. Beeil dich, du hast sie fast erreicht. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Ich saß in der Kammer fest, als der Strom ausfiel. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich verstehe wirklich nicht, warum keins der Systeme reagiert. Ich versuche, einen Uplink zum Hauptsystem zu kriegen. Dies ist ein sicheres Terminal. Vielleicht bekomme ich eine Verbindung. Ich werde hier bleiben. Ich kann ja hinter Ihnen abschließen. Ich glaube, hier bin ich sicher. Nein. Laut Grundriss sind alle Passagen aus deinem Bereich dicht. Der einzige Weg raus führt durch das EFL, ein mechanisches Untersystem in zwei möglichen Strecken. Beim Aktivieren des Systems kriegst du die direkte Strecke, aber sie ist gefährlich. Die Wartungsbrücken auszufahren ist sicherer, aber die Beleuchtungssysteme sind im Eimer. Such's dir aus, Marine. Viel Glück!
Audiolog von Anlagenmanager Henry Nelson vom 24. Oktober 2145. Ich weiß nicht, wie ich das melden soll. Also sage ich einfach, was ich weiß und was ich brauche. Mehrere meiner Angestellten haben mir von seltsamen Geräuschen berichtet. Die Stimmen, die sie rufen. Auch wenn sie allein waren. Zunächst habe ich ihnen nicht geglaubt. Schließlich eilen sie gar herum, aber sie scheinen es ernst zu meinen. Ich habe sie erst ignoriert, bis ich selbst etwas gehört habe. Ich arbeite an einem der Liftlinienfelde und hörte eine entfernte Stimme, die etwas wie hier drüben sagte. Ich drehte mich sofort um, aber der Korridor war völlig leer. Es war keine Menschenseele zu sehen. Ich warf sogar einen Blick in die Arbeitsprotokolle. Niemand war für diesen Bereich eingeteilt. Ich möchte nicht verrückt klingen, aber meine Jungs und ich sind etwas verunsichert. Und einige glauben sogar, dass es spukt. Damit wir alle, mich eingeschlossen, uns ein wenig besser fühlen, möchte ich darum bitten, dass sich ein Sicherheitsteam gründlich im EFR-Bereich umsieht. Vielen Dank. Henry Nelson. Okay.